Und da stand eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde bin ich gefahren. Bin zur Werkstation gegangen. Zur Werkstation bitte sitzen bleiben. Genau. Also, zur Bergstation bitte sitzen bleiben. Wir bleiben sitzen. Denn wir wollen ja auf dem Berg. So, für Technik Interessierte lasse ich mal einfach laufen. Guckt euch das mal an hier. Schon eine wilde Technik, die sich hier anscheinend verbirgt. Jetzt werden wir rüber gewechselt anscheinend auf das andere Seil. Und dann geht's weiter. Nur eine Kabine vor uns. Zack. Tür zu. Und ab geht die wilde Luzi. Oh ja, Leute. So, na guck mal. Da geht's aber nochmal richtig ordentlich hoch. Aber wieder nah an der Erde. Auch gar kein Problem. Ja, stark. Das sieht bestimmt super aus, wenn wir da oben sind. Also dranbleiben. Es bleibt spannend. Ja, Leute, das ist schon wirklich ein Ausblick. Also, ich habe ja bis jetzt eigentlich auch immer gesagt, Berge brauche ich nie, ich falle lieber ans Meer. Aber ich muss ehrlich zugeben, das ist schon beeindruckend. Wer noch nicht hier gewesen ist, der sollte das definitiv wirklich auch mal in Erwägung ziehen. Das ist schon ein Erlebnis. Ihr merkt das daran, dass ich mich gar nicht so richtig einkriegen kann. Das beeindruckt mich, bin ich ehrlich drin. Bin mal gespannt, wie beeindruckt wir sind, wenn wir erstmal oben angekommen sind. Komm ja noch ein paar Meter. Worüber lachst du dich tot? Ich sehe dich gerade zu Fuß hochgehen. Oh, die Bergstation. Wir haben es geschafft. Und den Ausblick brauche ich jetzt gar nicht zeigen, den können wir uns nämlich gleich viel besser angucken, wenn wir ausgestiegen sind. Ihr seht jetzt noch die Einfahrt in die Bergstation. Und dann sehen wir erstmal zu, dass wir rauskommen. So, wir haben es geschafft. Ausgang, Exit. Eieieiei. Ja, Leute. Dann guckt mal darüber. Ist ja ein Knaller, oder? Ist das schön? Wunderbar. Also sensationell. So, wir gehen mal weiter. Ich schieße jetzt mal eben ein paar Fotos, Leute. Und dann ja, seid ihr wieder da, dann gehen wir mal ein bisschen da runter und gucken uns um. Ja, wir gehen jetzt mal da ans Geländer. Gucken mal, ob ich mich da mit meiner Höhenangst hintrauen kann. Und dann gucken wir da mal runter in das Tal. Da unten sieht man auch eine Rauchentwicklung. Wollen wir mal hoffen, dass das ein beabsichtigtes Feuer ist und kein entstehender Waldbrand. Ja, da ist der Blick ins Tal und da hinten über die ganzen Bergspitzen. So, ich versuche mal wirklich mal ganz langsam für euch da links zu filmen, dass das Auge sich so ein bisschen darauf konzentrieren kann. Zumal die Kamera das nicht so intensiv hervorholt, habe ich gestern gemerkt, wie man das so mit dem bloßen Auge sieht. Jetzt wird es auch noch windig hier oben. Ich hoffe mal, dass das vom Ton her für euch trotzdem noch funktioniert. Aber es geht ja auch mehr ums Gucken und nicht ums Hören aktuell. Gut, und dann gucken wir jetzt nochmal in die andere Richtung. Ja, da seht ihr nochmal, wie die Seilbahn wieder runterfährt und da, wo wir gerade hochgekommen sind. Und da den überwältigenden Blick ins Tal. Ich mache nochmal einen schönen Schwenk für euch. Das ist ja schon wirklich beeindruckend, oder? So, wir gehen nochmal gemeinsam da vorne auf die Spitze, mal gucken. Und was wir jetzt gerade erleben, ist das, was man auch immer wieder hört, dass sich das Wetter in den Bergen blitzartig ändert. Eventuell merkt ihr das auch, dass die Aufnahmen von vor ein paar Minuten und die sich schon ganz schön unterscheiden, weil es sich nämlich anfängt, hier alles so ein bisschen zuzuziehen.
Man merkt schon, dass im Tal so ein bisschen der Dunst liegt. Ganz spannend zu erleben. Man hält das immer für einen dummen Spruch, aber das ist wirklich so. Und da seht ihr die liebe Maria, die ist total begeistert. Die wollte nämlich unbedingt mal mit so einer Seilbahn fahren und hoch auf so einen Berg. Aber wenn ich ehrlich bin, sind wir beide begeistert. Wir gehen jetzt mal noch, wahrscheinlich da eine Kleinigkeit trinken. Und dann geht es für uns auch schon wieder runter vom Berg. Noch kurz in die Hütte. Kleinigkeit trinken oder sowas. Mal gucken, wie die Preise so sind. Unser Besuch, wir haben einmal um die Ecke geguckt, gesehen, ja, dass sie sehr in Dreierkurven stehen. Und da werden wir uns mit Sicherheit jetzt nicht anstellen. Also, geht's jetzt wieder runter die Treppe und dann geht's rechte Hand direkt zur Talfahrt und die werden wir jetzt antreten. Und da die Bergwacht. Ja, die gibt's nicht nur im Fernsehen, die gibt's wirklich. Und die braucht man ja auch. Gut. Ja, ich denke mal, bei euch runter ist genauso wie bei euch hoch, also insofern schauen wir mal. So, jetzt sind wir die Nächsten. Ja, mit bloßem Auge sieht man wunderbar ins Tal runter, aber ich sehe gerade auf der Kamera ist es leider so, dass ihr eigentlich nur das große weiße Licht am Ende des Tunnels seht. Aber macht euch keine Sorgen, das hört gleich wieder auf. Yippie-yay. So, kurzes Stück gerade. Und dann geht es auch schon gleich rucki-zucki ab ins Tal. So klein ist die Stadt ja gar nicht. Nee. Schon ganz ordentlich. Und doch gewaltig, wie hoch man hier ist. Gut, so, ich denke mal, auf die Dauer ist das für euch dann auch nicht so spannend. Sowas müsst ihr einfach selber erleben. Ja, wir hoffen mal einfach, dass die, die schon hier waren, jetzt wieder in schönen Erinnerungen schwelgen. Und die, die noch nicht hier waren, das mal ins Auge fassen. Ich war lange auch der Meinung, ich müsste hier nicht hin. Ich habe mich da mal von einem Gegenteil überzeugen lassen. Und ja, bereut haben wir es bis jetzt auch nicht. Die Maus, sie grinst auch ganz happy. Ja, in diesem Sinne, Leute, das soll es dann für diese Episode eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, vielleicht netterweise einfach abonnieren, Glöckchen anhaken, verpasst ihr keinen neuen Film. Im Moment haben wir so ein bisschen unregelmäßige Sendetermine. Ich schiebe immer gerne mal so eine Folge zwischendurch rein. Eine pro Woche immer. Meistens sogar mehr, wenn es irgendwie klappt und wir viel unterwegs waren. Und ansonsten würde ich sagen, gehabt euch wohl und Glück auf!